Je skie parce que j'aime ça, je skie parce que j'ai encore envie de prendre des défis, d'essayer de repousser mes limites, de m'améliorer, d'améliorer mes virages. Et donc, c'est ça, surtout l'été, on a essayé vraiment de bien travailler. On a eu de la chance avec nos glaciers, on a eu des très bonnes conditions. Et donc, de ce point-là, on a pu faire un très bon travail. So weit, so gut, ja. Ein bisschen das Rennfeeling fehlt jetzt gerade noch, aber ich denke, dann morgen wird es schon. Vorbereitet waren sehr gut, also wir haben das Beste aus der Situation gemacht und ja, auf dem Velo konnten wir uns gut draußen bewegen, im Fitnessstudio, da hatten wir eigentlich keine großen Einschränkungen und ja, jetzt bin ich gespannt, was uns morgen erwartet. Ja, das Ziel ist sicher, dass ich mich für den zweiten Lauf qualifizieren kann. Es ist immer wieder schön, hierher zu kommen. Ich bin jetzt morgen gespannt, weil selten verbinde ich immer mit sehr vielen Leuten und morgen werden nicht so viele da sein. An und für sich mag ich die Piste auch sehr und ja, ich kann es jetzt kaum erwarten, morgen wieder die Rennsaison zu beginnen. C'est le but de faire beaucoup, beaucoup de bonnes manches, de skier le plus vite, de skier comme je fais tout l'été. Et pour ça, ouais, c'est bien qu'on peut commencer demain. Ja, vor 6 Wochen wusste ich eigentlich, dass Sölden sehr schwierig bis unmöglich wird. Trotzdem wollte ich es als Ziel im Hinterkopf behalten und ich hatte eine gute Reha, ich konnte gut trainieren und am Schluss ging es jetzt richtig schnell und am Montag habe ich grünes Licht bekommen, um Ski zu fahren, die Röntgenbilder und der Sporttest war gut und auf dem Schnee hatte ich ein gutes Gefühl und darum bin ich heute hier. Ich habe keine Schmerzen mehr, das war auch ein wichtiger Punkt für mich, um hier zu sein. Ich hatte keine Zeitläufe mit den anderen, ich habe probiert auf mich zu schauen, ich wollte ein gutes Gefühl haben beim Skifahren, egal was sonst ist, das war das Wichtigste und darum, ich bin wie ihr gespannt auf morgen. Langsam, langsam kommt ein Kribbeln und die Vorfreude, aber das ist etwas Positives. Aber klar, ich möchte im Slalom den Sieg holen, ich möchte im Riesen einen Schritt nach vorne machen, ich möchte um Gesamtwertungen mitkämpfen und auch um Medaillen in Cortina. Also ich hoffe, wir können viele Rennen fahren, dass ich viele Chancen habe. C'est déjà une petite victoire d'être ici, maintenant à moi d'exploiter mon potentiel demain sur la piste. J'espère que ça va aller et que je vais pouvoir quand même montrer du bon ski, même avec un dossard assez élevé. À l'entraînement, je me sens bien, les chronos ils sont bons, donc j'ai vraiment tout pour réussir entre mes mains. Après, la course c'est la course, donc on ne sait jamais comment ça se passe, mais pour le moment je pars avec une idée positive et il faut vraiment que je donne le maximum de moi-même demain. C'est bien faire des courses et puis je pense que l'important c'est d'être prêt pour chaque course. Je suis prête pour Sölden. Après j'aurai encore un mois de temps pour continuer à travailler ou continuer à travailler sur ça. C'est avec l'idée de s'améliorer chaque jour. Mais je suis contente que demain je vais pouvoir faire une course. Je me sens bien et puis après je sais aussi que j'ai du temps pour continuer à préparer pour le reste de la saison. Je me sens bien en vitesse comme je me sens bien en géant. Ça a toujours été mon objectif de skier sur les 3 disciplines. Et cela, je vais bien physiquement, j'ai rien qui m'empêche de m'aligner chaque week-end, donc je continue sur ça. C'est pas que je fais des courses simplement pour être présente ou pour rappeler aux gens que je suis encore là. Je le fais parce que je me sens bien et parce que je pense d'avoir encore quelque chose à dire. Et on a bien travaillé durant l'été. Et comme quand je gagne en géant, je continue à travailler, et là je continue à travailler. Je pense que je peux encore faire des bonnes choses. Und es ist natürlich für eine Mannschaft extrem wichtig, dass wir auch breit abgestützt sind. Und daran arbeiten wir. Wir haben sehr viele einzelne Athletinnen, die sehr gut sind, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Breite. Im Moment bin ich froh, dass es Rennen gibt, dass wir diese Covid-Situation im Griff haben, dass die Athletinnen gesund sind und fit sind. Und ich glaube, wir müssen es Schritt um Schritt nehmen. Natürlich ist die WM ein großes Ziel in Cortina. Wir werden sehen, wie sich die Zahlen entwickeln rundherum. Wenn wir auf den Sport fokussieren, haben wir da sicher Erwartungen, die wir erfüllen wollen und müssen.